Ciao! Schön, dass ihr dieses Video eingeschaltet habt. Kommt mit und ich zeige euch den Vulkan Vesuv bei Neapel. Würde mich riesig freuen, wenn ihr mich unterstützt und meinen Kanal abonnieren. Das ist kostenlos. Natürlich die Glocke aktivieren und ein Like da lassen. Ihr seht hier an den Bäumen, dass sie ziemlich kahl sind. Das war 2017, war hier ein Riesenbrand. Wir sind hier mit dem kleinen Privatbus hochgefahren, aber bitte macht's nicht. Geht einfach mit öffentlichen Verkehrsmitteln hoch. Bei dem Privatunternehmen ist es so, dass es pünktlich abgefahren wird und pünktlich wieder zurückgefahren wird. Es ist wenig Zeit, oben was zu sehen. Ist das nicht eine tolle Aussicht? Ein bisschen vernebelt, aber sonst ist es okay. Um bis auf die Spitze hochzukommen, muss man hier richtig hochlaufen. Oh oh. Die hintere Felswände, wo man sieht, ist der alte Vulkan, so wie er mal früher war, vorm Ausbruch. Ja, die Jugend rennt einfach hoch. Wir müssen öfters mal eine Pause machen. Hier sieht man dann den alten Krater noch, wie er früher war, vorm Ausbruch. Auf 1170 Meter die erste Haltestelle. Der höchste Punkt dieses Vulkans liegt bei 1281 Meter hoch. So sieht es im Inneren des Vulkans aus. Ist zwar trocken, bebt aber immer noch.
Der letzte Lava-Ausbruch war 1944. Seitdem ist er ganz ruhig.